Ja, willkommen zurück bei Oriental Night, liebe Freunde. Weiterhin an unserer Seite Miss und Mr. Hamburg, Ronja de Jesus und Erik von und zu Schulz. Das, hiermit ist das offiziell. Und ich muss sagen, wisst ihr, was mir ganz besonders gefallen hat? An dem Abend bei den Mädels die Kleider. Ey, ohne Flachs. Ich saß da und nur so. Ich glaube, das Wort atemberaubend unterstreicht das. Also vor allem, ich darf das ja nicht sagen, ne? Also ich sag's mal so, bei einigen Mädels wusste ich echt nicht, was ich sagen soll. Sogar, also wirklich, nicht, da war ich nicht der Einzige, links und rechts. Ich habe nur geguckt und alle nur so. So muss das sein. Ja. So, hallo? Juck mich mal, hallo, was ist da los? Hübsche Kleider, tolle Kleider. Habt ihr die selber ausgesucht? Nee, also von Apparat Küpfer waren die, ne? Ja, ja, also auch nochmal herzliches Dankeschön. Ja, also die haben wir nicht ausgesucht. Also wir haben vorher, also die haben sich, glaube ich, überlegt, welches Kleid zu wem passt. Und dann haben wir die anprobiert und ja, wir waren auch eigentlich alle zufrieden. Solltest du behalten? Nein. Nicht behalten? Nee, aber ich durfte es tragen und das ist ja auch schon eine Ehre. Also, ja. Hallo, ganz Frau cool. Reuting. Dürfen wir die Kleider behalten? Für die Messen. Ey, die waren der Hammer! Ja. Och, komm schon, ich glaube, Appelrad und Küpper hat genug Klamotten im Laden. Also, ein paar könnt ihr schon abgeben, oder? Die sollen sie mal springen lassen. Ja, wenigstens Prozent. Ja, wenigstens mal Prozent. Wir machen es türkisch. 70-30. 70% Rabatt und der Rest alles gut. Was ist mit den Jungs? Was hattet ihr an? Wir wurden natürlich von André Zirke für die Freizeitkleidung ausgestattet. Das war wunderbar. Wir hatten eine Menge Fun, auch beim Fitting. Und, ja. Er ist Stylo drauf an dem Tag, muss man sagen. Das stimmt. Das war echt cool. So, die Sportige hat mir gefallen. Ja. Und zu Beginn bei der Miss und Mr. Hamburg-Wahl im Radisson, ja, an dieser Stelle. Komm, wir bedanken uns heute. Komm, so lieb sind wir. Wir müssen uns auch noch für die Gastgeber bedanken. Ja. Ja. Ich meine, tolles Hotel. Danke für diese tolle Räumlichkeiten. War echt genial. Hat uns echt sehr viel Spaß gemacht. Und zu Beginn gab es einen kurzen Film, der richtig cool zusammengeschnitten wurde. Und da kann man auch noch mal so einen kleinen Einblick darüber gewinnen, wie die Vorbereitungsphase vor allem bei Miss und Mr. Hamburg war. Bitte schön. Stop.
Train. Alles gut, Ronja. Guck mal, die ist so gerührt. Einfach nein. Alles gut? Ja. Okay, wir spielen den nächsten Clip ab und in der Zeit kommen wir ein bisschen zu uns. Bitte schön. Oh Gott, was ist das denn? So, du hast meine Karte jetzt sogar, ja, genau. Ronja. Jetzt musst du die Abmoderation machen. So, das war wer? Das war von Gröpen und Varvi Varmin. Okay, das klang ja russisch, liebe Freunde, aber kommt in Werner. Gripin, Jevaben, Warme. Gripin, Jevaben, Warme. Hat die Idee, alle machen. Let's. Egal. Du darfst das. Müssen, dürfen alles, liebe Freunde. Ja, die dürfen alles Mögliche. So, gefällt dir das so von der Position mit der Karte in der Hand? Ja. Vielleicht ist das auch ein Job für dich? Vielleicht. Soll ich gehen? Wenn das nichts wird. Ja, kostet. Wenn das nichts wird, das war gut. Willst du mir jetzt etwas unterstellen? Nein. Wenn das nicht wird, dann wirst du Moderator, wenn du halt nichts wirst. Nein, alles gut. Wieso hast du so viel Pipi in den Augen gehabt? Ja, also die Zeit war so schön und es hätte jeder wirklich sein können. Und einfach, wir waren wie eine kleine Familie und waren einfach so schöne Momente. Und weißt du, was ich schön finde? Ja. Auf der Bühne hast du nicht geweint, aber hier hast du geweint. Ja. Das macht mich gerade stolz. Ein bisschen jedenfalls. Ja. Du darfst nicht weinen, du bist ein Mann. Ich darf nicht weinen, nein. Ich darf nur Gänsehaut bekommen. Hast du die denn? Hatte ich. Ja. Hattest du? Ja. Echt? Ja, definitiv. Mann, da muss alles echt nahe gegangen sein. Man verbindet halt, man strengt sich ja auch an, man will immer sein Bestes geben, auch in den Proben schon. Und man verbindet so viel damit. Egal wo wir waren, egal welche Promo-Aktion wir gestartet haben, die Gruppe hat immer top zusammengehalten. Was war die lustigste Aktion, wo ihr unterwegs wart? Gibt's da so, wo du sagst, hey, das war am witzigsten oder so, interessantesten? Also ich glaube schon die Schaufenster-Aktion. Ja, ne? Ja. Das kann ich mir auch vorstellen, weil das sah echt verdammt geil aus. Ja. Verdammt, und das war die einzige Aktion, die ich verpasst habe. Ich war überall dabei. Nur da war ich nicht dabei. Ja, man kann sich leider seinen Job nicht immer aussuchen. Leider nicht. So, ich habe hier mein Gästebuch. Liebe Freunde, ihr dürft euch hiermit offiziell in unserem Gästebuch verewigen. Einmal für dich. Danke. Auf rechts signieren, Gedicht schreiben, kannst einen Song schreiben. Das, worauf du Lust hast. Okay. Je nach, frei nach Schnauze quasi. Schreib was an dich. Ja, dann schreib mal was an mich. Schreib mal was an Bedo. Was ist eigentlich die Homa, was ist Grenze, Altersgrenze für Männer, Mr. Hamburg-Kandidat, weißt du das? Richtig. 35, siehst du, mein Freund? Ich habe noch 7 Jahre Zeit, um mich zu bewerben. Ja. 35 ist die Altersgrenze, geht noch durch. Warum du lachen? Das finde ich gemein. Ich bin ja auch gerade so noch reingesetzt. Der war gut. Wie alt bist du eigentlich? Warte, bei Ronja wissen wir das. Ja. Und bei dir wissen wir es aber nicht. 25. Warte mal, da steht das hier. Ich reite auch gerne drauf rum, ich musste immer im Kleingedruckten. Ach, hier im Kleingedruckten steht das, 25. Ja, oder... Liebe Tageszeitung, könnt ihr mir einen Gefallen tun und ein bisschen auch mal was über die Mister schreiben? Ich find's auch immer traurig, ey, dass es immer so wenig gibt. Ja, die Frauen sehen immer besser aus, ne? Ja, kann man nichts dran, ne? Ja, zu Recht. Sind sie auf der Titelseite, ja. Bist du fertig mit deinem Roman, oder? Aber ich habe voll hässlich geschrieben, weil... Du hast eine hässliche Schrift? Keine Angst, meine ist noch schlimmer. Ich habe sogar früher in den Klausuren Punktabzug bekommen. Nein. Ja, weil meine Lehrer meine Schrift und meine Worte nicht entziffern konnten irgendwann. Oh. Bei mir war das so, ich hab eine schöne Schrift, wenn ich langsam schreibe, ja, ganz langsam, und da wurde die Zeit immer knapper in den Klausuren, da wurde es immer schneller und immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und da habe ich einen Punktabzug, zwei Punktabzug, ich dachte, ey. Dabei waren die Fragen auch noch richtig beantwortet, aber trotzdem. Oh Mann. Ging leider in die Hose. Aber daraufhin hat dann mein Lehrer gesagt, du musst Arzt werden. Weil Ärzte hätten so nicht. Ja, hat leider nicht geklappt mit dem Medizinstudium. Dann dachte ich, gehe ich zum Fernsehen. Aber klappt ja. Auch. Hoffe ich, noch bin ich hier, lieber Chef. Hoffe ich. So, Miss und Mr. Hamburg, vielen, 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 vielen Dank, Ronja und Erik. Schön, dass ihr da wart. Ja, danke auch. Es hat mich auch sehr gefreut. Tolles Pärchen. Ich glaube, ihr werdet uns mit Stolz und Ehre und Würde vertreten. So, in diesem Sinne, Erik, bist du fertig? Was machst du denn da? Pass auf. Ich wollte mit dir zusammen Tschüss sagen. Oh, auch künstlerisch begabt. Du kannst sogar zeichnen. Was singt der denn, der Vogel? Es dauert noch ein paar Sekunden, liebe Freunde. Das ist ein Lobeslied wahrscheinlich. Er ist gleich fertig. Kann ich noch Erik, ja, ganz schnell. Sag, okay. Mach da. Hau aus. Du hast auch noch jemanden grüßen. Ganz schnell. Ja, meine Mutter, meine Schwester Ja, bitte. Und
natürlich meine Freunde Jessica, Daniel und die ganzen anderen, meine Liebsten einfach. Danke für die Unterstützung. Darf ich? Sehr schön. Ich grüße meine Family auch, meinen allerbesten Kumpel Benjamin. Und ansonsten alle, die für mich gewotet haben, das ganze Team nochmal, alle, die mitgemacht haben. Und ich freue mich, dass wir da sein durften. Ich grüße an dieser Stelle meinen Vater, meine Mutter, meine Großmutter, meine Onkel, meine Tanten, Ali Bengali, meine 12 Cousins und Cousinen, außerdem meine Neffen, meine Nichten. Ach, Käse. In diesem Sinne, schönes Wochenende, liebe Freunde. Bleibt uns weiterhin treu. Ronja und Erik waren bei uns. Miss und Mr. Hamburg 2014. Ich freue mich auf ein tolles Jahr mit euch und weiterhin auf tolle Sendung mit meinen Zuschauern. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Tschüss.